Hi Leute, weiter geht's mit Let's Breto, die Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir waren hier bei dieser Insel hier und wir haben jetzt noch diese hier 1, 2, 3, 4, was weiß ich, wie viele Inseln noch vor uns. Die nächste ist die da und da gehen wir jetzt auch rüber mit festem Wasser. Wo ist festes Wasser? Da ist festes Wasser. Da sind noch ein paar Netches, vielleicht kriegen wir da ein paar Seelen. Hier nicht. Da kommen wir hoch. Ja. So, Seele haben wir. Von einem. Dann kommt jetzt der zweite. Da ist noch eine Netsch-Q. Okay, von dem haben wir leider keine Seele. Na? So, gibt es hier unten irgendwie einen Zugang oder so? Nein, sieht nicht so aus. Gehen wir mal ein bisschen hoch da. Drüben kommen wir vielleicht hoch. Nein. Dann halt da vorne. Da vorne kommen wir definitiv hoch. Und oben. So, ich glaube nicht, dass die Insel allzu groß ist. Aber zumindest eine Höhle oder sowas wird hier schon drauf sein, gehe ich mal davon aus. Wie viele Sehensteine haben wir eigentlich noch? 9, okay. Da ist ein Klippenläufer. Da unten waren wir vorhin. Hier ist irgendwie doch nur irgendwie Gebirge. Doch nichts, oder was? Drüben war ich nicht, da war ich aber. Und hier sehe ich auch nirgendwas Unterirdisches. Nee. Dann gibt es hier offenbar nichts. Oder soll ich nochmal einmal am Rand entlang laufen? Kann ich natürlich auch machen. Ich glaube, das mache ich. Laufen wir einmal am Rand entlang. Aber es kann doch nicht sein, dass bei einer solch großen Insel nichts ist. Daran haben wir auch, ich glaube, zwei Sachen sogar gefunden. Bisher aber wirklich nichts. Mir fällt auch nichts auf. Hier auch nicht. Na, was? Ach, jetzt. Wir sind unter dem Klippenläufer, glaube ich. Kann das sein? Ja. Habe ich keine Pfeile mehr? Ich habe keine Pfeile mehr. Naja. Egal. Festes Wasser lässt nach. Da auch nichts. Jetzt, wenn da nichts ist, dann ist hier einfach nichts. Pech gehabt. Dann ist hier nur so eine kleine Bucht. Endlich. War er nah genug dran, dass wir ihn töten konnten? Ich
Ja, also auf dieser Insel gibt es wirklich nichts. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu der Insel da. Die ist hier in diese Richtung. Na gut. Einmal aus der Hund bitte. Mal sehen, sehen wir die überhaupt? Bis jetzt noch nicht. Du wirst aber gleich auftauchen. Das da vermute ich mal. Das hier ist es. Gehen wir mal hier links hoch. So, Leiche beseitigen. Na gut, hier scheint jetzt nichts zu sein. Da ist was, aber wir gehen erst einmal hier ein bisschen rum. Okay. Das auch nicht viel. Da sind Schlammkrabben. Und hier sind wir jetzt unten. Und da kommen wir auch schon zum Strand. So, da geht's rein. Ich möchte mich aber vorher einmal hier noch umsehen. Aua! Nicht, dass hier noch irgendwo was ist. Bisher haben wir ja nichts entdeckt, oder? Nö, bisher nichts. Okay. Aber da, wo es da reingeht, so lang inwärts, da ist bestimmt was. Da stimmt irgendwas nicht. Seht ihr das auch? Ja, jetzt geht es ein bisschen weg. Egal, dann gehen wir da ins Land einwärts. Da ist der Weg. Und da ist eine Ratte und sonst nichts. Sogar eine normale Ratte. Sonst nichts? Das ist irgendwie seltsam. Lauter große Inseln und hier ist nichts. Na gut. Dann haben wir halt Pech gehabt. Wo geht's weiter? Nach Norden. Das ist da. Da kommen wir ja gerade her. So. Mal sehen. Vielleicht hier beim Norden noch irgendwas. Nein, ich habe den Sprung nicht geschafft. Mist. Ah, gerade noch weg. Okay. Nein, hier ist auch nichts. Na gut. Aber hier muss was sein. Ah, und hier ist was. Eine Eiermine. Mist, eine der Schlammkrabben hat uns gesehen. Oder der Klippenläufer. Die Schlammkrabbe. So, also hier gibt es jetzt
zumindest eine Eiermine. Zetus. Speichern wir. Mal sehen. Wir waren hier noch nicht, oder? Nein. Ein Arbeiter? Da drüben geht's auch lang. Da hat uns ein Quammer-Kundschafter gesehen. Lol. Na gut, also wenn er sterben will, gerne. So, auch ein paar Schlachterfische. Kleine hier. Noch ein kleiner. Sind wir nicht reingesprungen oder so, dass die hier so rumbacken? Der hier backt nicht. Gut, aber hier ist auch nichts. Ich vermute mal, da kommen wir nachher noch hin. Also gehen wir erstmal hier diesen Weg entlang. Also Arbeiter sind hier. Wo kommen wir? Eier. Kaum Kundschafter und keine Kriege bisher. Ah, ein Kundschafter. Lol. Fast ohne Lag und... Der war sogar sehr, sehr kurz. Leute, den hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich habe ihn gehört. Ich bin einfach über ihn drüber gelaufen. Ich werde doch da wohl durchkommen. Ich will hier durch. Okay, ich habe sowieso gerade gesehen, dass es da beim Fluss, da springen wir einfach drüber und wenn wir es nicht schaffen, drüber zu springen, levitieren wir eben. Was heißt beim Fluss, bei diesem kleinen Teich? Hier. Schaffen wir den Sprung? Mal sehen. Ja. So, und das ist genau hier. Und da ist die Königin. Und es gibt hier nur Arbeiter, keine Krieger und keine Kundschafter. Und eine Quammer-Königin. Ja gut. Haben wir das durch? Ging auch sehr schnell. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben keine Pfeile mehr. Wir gehen, schießen nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach durch und plätten alles, was uns über den Weg läuft. Das geht halt einfach auch schneller. Nochmal speichern. So, gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung und sehen uns da um. Da sind Schlammkrabben, da geht es ein bisschen nach oben. Oh, da haben wir etwas Schönes. Lauter Klippenläufer, da hinten sind auch noch zwei. So, erstmal hier ein bisschen nachsehen. Okay, da geht es nicht weiter. Die werden uns gleich sehen. Ja. Der lebt noch.
War der Angriff zu wenig aufgeladen? Ich meine, unser Schädelbrecher, der ist doch fast ganz neu. Da ist auch nichts. Der da kommt gleich auf uns zu. Dann ist dieser Eingang, den wir da unten gesehen haben, wahrscheinlich zu diesem Tabani-Turm. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Ich gehe den Strand noch kurz ab. Ob hier noch was ist? Nee. Na gut, dann gehen wir da rein. Sunny heißt das. Speichern wir wieder. Okay, hier ist zumindest schon mal keiner. Und hier ist eine normale Holztür. Eine Ratte. So, die ist weg. So, wo gehe ich zuerst hin? Da hoch oder da nach links? Ich gehe mal da links entlang. Noch eine Ratte. Wir gehen aber erstmal hierher. Holztür. Merat Geves. Der kämpft. Haha, euer Können versagt euch den Dienst. Nee, dein Können hat dir den Dienst versagt. Du bist nach nur einem Schlag gestorben, ohne zu wissen, wer dich überhaupt angegriffen hat. Rally Jenny. Oh, die redet mit uns. Ihr werdet hier keine Beliebtheitswettbewerbe gewinnen, Fremdländer. Was ist bloß euer Problem? Ich verstehe, Winder. Ich bin Rally... Rally oder Relik? Rally. Rally Jenny. Heiler und Helfer derer, die man oft einfach Fürsten aus Telvani nennt. Also manche reden mit uns, aber nicht alle. Okay. Ich hoffe, das wird nicht lange dauern. Nee, hat nicht lange gedauert. Falle. So, wer bist du? Gute Jagd. Chotridar. Chotridar heißt euch willkommen. Wie kann Chotridar seinem neuen Freund zu Diensten sein? Ja, Winder, das kann uns weiterhelfen. Ist nichts Wichtiges, was Chotridar macht. Bin hier und da beschäftigt. Nun gut. Hier gibt's sonst nichts. Der wird hier wohl gefangen gehalten. Na gut, jetzt ist er zumindest wieder frei.